Jo Leute, herzlich willkommen zu OzzogOD zum neuen Video. Wir werden heute den AMD Ryzen 9 3950X unboxen. Dementsprechend habe ich hier schon die Originalverpackung dazu stehen. Die ist hier hinten noch verschweißt. Wir werden das Ganze jetzt einfach ganz schnell aufmachen, damit ich euch mal zeige, was in so einem Paket halt drin ist. Wie gesagt, das ist die High-End-CPU von AMD, die momentan im Consumer-Bereich, also nicht im HIDT, High-End-Segment-Bereich, die beste CPU auf dem Markt ist und natürlich halt auch die teuerste. Wir haben hier eine ganz leere, ich sage jetzt mal einfache Pappverpackung, die ist oben drauf gesetzt. Hier oben seht ihr schon die CPU von AMD. Ich mache euch da mal einfach eine Nahaufnahme, damit ihr das noch mal besser sehen könnt. Die CPU ist, wie gesagt, ein reiner Kupferblock. Der Rest, der hier noch drin ist, ist einmal eine Beschreibung und einfach nur ein Pappmaché-Block. Das war's schon. Und der Rest der Verpackung ist ebenfalls leer. Die CPU wird auf meinem neuen Gaming Mainboard, dem MSI MEG Unify X570, eingebaut, komplett einfach mittig eingesetzt. Wie gesagt, es ist vom Außen her ganz unscheinbar, ist das einfach eine CPU, die man ja halt auch wie die anderen Ryzen CPUs behandeln kann. Es ist halt ein Headspreader oben drauf. Auf der Rückseite seht ihr die goldenen Kupfer oder beziehungsweise die Messing, ich weiß gar nicht, was das für Pins sind. Auf jeden Fall die Pins, die ins Mainboard eingesetzt werden müssen und dann mit dem Hebel, der auf dem Mainboard mit drauf ist, fixiert werden muss. Das Ganze ist dann so, dass wenn das Ganze eingesetzt ist, ihr seht hier unten an dieser Seite ist eine kleine Ecke, die muss übereinstimmen mit dem gelben oder Eckenpunkt auf dem Mainboard sein, dann wird die CPU darüber eingesetzt und ja, das war's dann auch schon. Mehr ist in diesem Karton nicht drin und mehr werdet ihr auch in diesem Video leider nicht sehen. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann wieder, sobald ich die CPU auf das Mainboard setze und dort auch dann den CPU-Kühler montiere. Seid auf jeden Fall gespannt, es geht weiter mit meinem Gaming-PC und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder wenn ihr mich unterstützen wollt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Stay real, bis dann, euer Ozzog. Ciao!